Neues Deutschland, wie die Flüchtlinge das Land verändern. Verlorene Unschuld, Jonathan Franzen über digitale Selbstzensur. Guck mal böse, wie Mario Adorf unser Schauspielheld wurde. Thank you, Germany. Deutschland, ein Herbstmärchen. Eine Willkommenskultur. Auch hier herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Allein an diesem Wochenende kamen 20.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Die EU zeigt sich gespalten, wo man hinsieht, nach Frankreich, Großbritannien, Hasenfüße und Bedenkenträger. Nur die Bundeskanzlerin, die zeigt Entschlossenheit und sie schafft Fakten. Sie sagt, diese Flüchtlinge seien keine Gäste, keine Gastarbeiter mehr. Hier kämen zukünftige deutsche Staatsbürger. Die Not hat ja eine gute Seite für Deutschland. Wir verjüngen uns rasant. Zu rasant? Erstmal helfen, dann weitersehen? Schon jetzt ist klar, gestern wurde das Paket 3 Milliarden mehr für die Flüchtlinge geschnürt und heute wird es schon für zu klein befunden. Die Kommunen sind am Anschlag. Und wer jetzt nicht sofort begeistert aufspringt und dafür ist, gehört der sofort zu Dunkeldeutschland? Deutschland leuchtet heute und morgen? Also wer im Moment nicht besorgt ist, mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Wir leben in einer ganz schwierigen Situation. Unser aller Leben wird sich verändern. Es ist ganz einfach. Milliarden Menschen leben in sehr armen Ländern. Umfragen sagen, 40% von ihnen würden in die reichen Staaten umziehen, wenn sie die Chance hätten. Sie sind ja nicht blöd. Man ist nicht vorbereitet gewesen. Also das hätte man auch politisch voraussehen können. Nein, das ist keine unerklärliche Naturkatastrophe, die Deutschland plötzlich heimgesucht hatte in diesem heißesten aller Sommer. Schon ist vom Beginn einer neuen Völkerwanderung die Rede. Es scheint, als haben die Probleme dieser Welt die Talkshows und Kommentarspalten verlassen und stehen ganz real im Vorgarten unseres Wirtschaftswunderlandes an. Das heißt, es kommt auf uns etwas zurück, was wir als Gesellschaft mit zu verantworten haben. Unsere Lebensweise, die kapitalistische globale Ökonomie trägt doch auch zur sozialen Ungleichheit, zur Verarmung in anderen Gebieten zu, ja bis hin zu den Kriegen. Seit 40 Jahren Krieg in Afghanistan. Im Irak unterschätzten die USA den religiösen Fanatismus. In Syrien Bürgerkrieg und der Islamische Staat, der ganze Regionen unbewohnbar macht. Die Flüchtlingsbewegung in Richtung Europa ist auch der Preis für nicht aufgegangene außenpolitische Konzepte. Sie alle suchen Zuflucht und finden eine mit dem neuen Selbstverständnis als Einwanderungsland ringende Gesellschaft und Extreme. 340 Anschläge auf Unterkünfte von Asylbewerbern. So viel wie noch nie. Und Ostdeutschland vorneweg. Dies als Dunkeldeutschland abzutun, so der Hallenser Psychoanalytiker Hans-Joachim Maas, sei bagatellisierend. Was mich in den letzten Tagen auch besonders beunruhigt hat, wenn also der Bundespräsident von dem hellen und dem dunklen Deutschland spricht, das empfinde ich fast wie Hetze. Ich würde erwarten von den Repräsentanten unserer Regierung und Politik unseres Staates, dass vielleicht gesagt werden kann, es ist schlimm, wenn Menschen mit solchem Hass auftreten, aber das ist unser Problem. Wir müssen uns Gedanken machen, was haben wir als Gesellschaft, als Politik zu verantworten und dazu beigetragen, dass es zunehmend Menschen gibt, die so auftreten. Das würde ich erwarten, statt im Grunde genommen Öl ins Feuer zu gießen, der gegenseitigen, aufgeheizten Stimmung. Vor 2 Wochen erst hat das Bundesinnenministerium die Prognose der zu erwartenden Flüchtlinge auf 800.000 angehoben. Vorbereitet auf sie war kaum jemand. Seitdem gibt es Willkommensfeste. Sicher, Deutschland wird bunter. Doch Migranten bringen nicht nur ihre Kultur mit. Sie bringen ihre Religion und sie bringen auch ihre Konflikte mit.
Die eigentliche Herausforderung beginnt mit der Integration und der Vermeidung einer Parallelgesellschaft. Davon wird der soziale Frieden abhängen. Also im Grunde genommen müsste die Politik auch im Moment große Mühen aufbringen, zu erklären, wie es weitergeht. Wie sind die Flüchtlinge aufzunehmen? Wie können sie real integriert werden? Wie werden die Probleme gelöst, wenn in einem Dorf Hunderte von jungen Männern sind? Ja, wie lösen die ihre Partnerschafts-, ihre Sexualitätsprobleme, ihre Arbeitsprobleme? Das sind da alles ganz wichtige, reale Themen. Und kein Mensch spricht darüber. Stattdessen wird mit den Ankommenden als willkommene Gelegenheit argumentiert, Deutschlands demografische Misere der überalterten Gesellschaft zu lösen. Eine bizarre Idee, meint der englische Migrationsökonom Paul Collier. Denn anstatt die Ursachen der Flüchtlingsbewegung zu bekämpfen, würden die reichen Länder wiederum ein Problem auf Kosten der Ärmeren regeln, argumentiert er in seinem klugen Buch Exodus, warum wir Einwanderung neu regeln müssen. For years, Britain ran its National Health Service. In Großbritannien hatten wir vor ein paar Jahren eine großartige Idee. Wir bilden keine eigenen Ärzte mehr aus, wir holen sie uns aus Afrika. Es gab dann viele Jahre lang mehr sudanesische Ärzte in London als im Sudan. Kann man das sehr moralisch nennen, was unsere Gesellschaft da macht? Nein, auf keinen Fall. Für die sudanesischen Ärzte ist es sicher großartig. Sie leben in London, sie haben ein viel besseres Leben. Aber für die Sudanesen, die zu Hause bleiben müssen, ist es furchtbar. Fast 60 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Wer $4.000 für den Schlepper hat und sein Leben riskiert, schafft es vielleicht bis Europa. Die Frage der Stunde sei, so Collier, nicht ob, sondern wie viel Migration für alle am besten sei. Die Hälfte der syrischen Bevölkerung ist auf der Flucht und offenbar haben viele von ihnen ein gelobtes Land vor Augen. Das von Angela Merkel regierte Deutschland. Es sind die Syrer, die 2000, als Bashar al-Assad das Zepter von seinem Vater übernahm, voller Hoffnung waren, dass ihre Träume mit diesem in Großbritannien ausgebildeten Augenarzt und seiner schönen, modernen Frau aufgehen würden. Ein Syrien 2.0. Mittlerweile sind in archaischen Rachefeldzügen, Regierungsbombardierungen und Hinrichtungen durch den IS 250.000 Syrer umgekommen. Wir sprechen jetzt mit einem Flüchtling, dem in Berlin lebenden Philosophen Sadiq al-Azm, der gerade mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde. Er fiel in den 70er Jahren in Ungnade, weil er die Niederlage der arabischen Welt im Sechstagekrieg mit Israel beim Namen genannt hatte. Er glaubt, dass was wir jetzt erleben, sei erst der Anfang eines 30-jährigen Krieges. Jeder zweite Syrer ist auf der Flucht, weil er es in seiner Heimat nicht mehr aushält. Zerstörung, Tod, Hoffnungslosigkeit. Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht. Zwar haben sich die Mächte des UN-Sicherheitsrates geeinigt und wollen sich um Frieden in der Region bemühen, ebenso Iran. Aber die Unterstützer im Ausland ringen mehr um Einfluss in Syrien als um eine schnelle Waffenruhe. Wer also kann für Stabilität sorgen? Selbst über die Frage, mit Assad oder ohne ihn, besteht keine Einigkeit. Der wiederum nutzt die Zeit des zähen Verhandelns. Wichtige Gebiete will er sich sichern. Streubomben, Luftangriffe, Gefechte. Der Diktator schürt den Bürgerkrieg. Neueste Meldungen. Frankreich will in Syrien Luftschläge gegen Stellungen der IS-Terrormiliz ausführen. Russland sogar Bodentruppen schicken. Die USA und Großbritannien haben bereits bombardiert. Der Islamische Staat selbst setzt seine Barbarei in Syrien fort. Alles und jeder, der nicht der Ideologie entspricht oder sich anschließt, wird zerstört. Weil sie in Sicherheit leben wollen, fliehen Millionen. Darunter viele Gebildete. Wie sieht die Zukunft eines Landes aus, dessen geistige Kraft nicht mehr da ist?
Sadiq al-Azm lebt seit 2012 außerhalb seiner Heimat Syrien. Er hat an der Damaskus-Universität moderne europäische Philosophie gelehrt, lehrte an der amerikanischen Universität in Beirut. Er war Gastprofessor in Princeton, in Amsterdam, in Berlin und an vielen anderen Orten. Guten Abend, Sadiq al-Azm. Good evening. Guten Abend. Die Flüchtlinge, die wir seit Tagen und Wochen sehen, es heißt, das ist eine gebildete Mittelschicht, das sind junge Leute, die keine Hoffnung mehr haben, dass es in Syrien für sie eine Zukunft gibt. Well, many of them are like that. Viele davon sind genau das. Sie kommen eher aus den städtischen Zentren in Syrien. Einige von ihnen kommen aus den Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon, in der Türkei. Sie versuchen, ihr persönliches Schicksal und das ihrer Familien zu verbessern. Aber das Flüchtlingsproblem ist ja viel größer als die Flüchtlinge, die nach Deutschland oder Europa kommen. Aus der Erfahrung der Vergangenheit mit Irak oder dem Libanon, da gab es ja auch Kriege, würde ich sagen, wenn die Länder sich stabilisieren, dann ist es so, dass die Flüchtlinge auch wieder zurückgehen. Ein großer Teil von ihnen geht zurück. Und ein kleiner Teil, der schlägt Wurzeln in europäischen Ländern und bleibt dort. Ihre Frau ist in Syrien in Bildungseinrichtungen engagiert und aktiv. Was berichtet sie denn, wie es den Leuten dort gibt? Wir sehen die Flüchtlinge, die dort weggegangen sind. Was ist mit den Leuten, die dort geblieben sind? Was passiert, wenn die Hälfte des Landes flieht mit Schulen, mit Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen? Well, there is a complete breakdown of das führt zu einem völligen Zusammenbruch, nicht nur des Bildungssystems, sondern es führt auch zu einem Zusammenbruch in der Primärerziehung der Kinder im Schulalter. Es gibt jetzt viele NGOs und es gibt viele individuelle Initiativen und Gruppen und Aktivisten, die versuchen, da etwas zu tun. Sie bauen improvisierte Schulen auf in verschiedenen Teilen Syriens, sodass die kleinen Kinder, zumindest die Mädchen und die Jungen, sodass die nicht so lange ohne eine Einführung ins Lesen und Schreiben und in die Mathematik bleiben während dieser Kriegsjahre. Und meine Frau Iman Shaker managt auch einen Näh-Workshop, einen Schneiderei-Workshop für Mütter, bei denen der Ehemann gestorben ist im Krieg, weil sie niemanden mehr haben, der den Lebensunterhalt verdient, sodass sie selber einen Lebensunterhalt verdienen können. Herr al-Azm, Sie sprechen von einem 30-jährigen Krieg, der Sie glauben, der sich in dieser Region entfacht. Muslime gegen Muslime? Well, you know, the 30-year war is wissen Sie, der 30-jährige Krieg ist eine Metapher, die ich aus Europa übernommen habe. Es müssen nicht genau 30 Jahre sein. Aber es geht um einen generalisierten Krieg, den es jetzt in der muslimischen Welt gibt, zwischen den Schiiten und den Organisationen und Systemen der Sunni-Mehrheit. Beispiel Irak. Da gibt es ja eine Sunniten-Minorität und eine Schiiten-Mehrheit. Wenn die nicht wollen, dass deren Land auseinanderfällt, wenn die nicht in einen 30-jährigen Krieg verfallen wollen, dann müssen die sich einigen darauf, dass die Regierung des Landes nicht schiitisch oder sunnitisch sein kann, sondern es muss eine säkulare, zivile oder technokratische Regierung sein. Sie müssen sich an diese Gedanken langsam gewöhnen. Sie gelten als Optimist
Und es sieht so aus, als wenn Ihr Land und Ihre Heimat komplett ausblutet im Augenblick. Haben Sie denn Hoffnung für Syrien? Well, we have seen all kinds of catastrophic. Nun, wir haben ja schon alle möglichen Katastrophen erlebt im Nahen Osten. Wir haben gesehen, was im Irak passierte, dann die iranische Revolution, die Besetzung Kuwaits, der Krieg im Libanon, und wir haben immer irgendeine Art von Hoffnung aufrecht erhalten, sodass dass diese Länder wieder aufgebaut werden können. Und ich habe auch diese Meinung in Bezug auf Syrien heutzutage. Ich habe den Bürgerkrieg in Beirut, im Libanon erlebt, und es gab viele Momente der schieren Verzweiflung. Aber am Ende überlebte der Libanon. Er kämpft immer noch mit sich selbst, und Syrien wird auch eine schwierige Übergangsphase durchlaufen müssen, aber am Ende wird das Land wieder zusammenkommen, und deswegen bin ich teilweise optimistisch. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Al-Azm. Vielen Dank. Wir brauchen gerade in diesen chaotischen Zeiten Geschichtenerzähler. Als Tolstoi unserer Zeit gilt der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen, der mit seinem Familienepos Die Korrekturen Ende der 90er Jahre berühmt geworden war. Der damals der unglaublich populären Nachmittags-TV-Queen Oprah Winfrey einen Korb gab und seither bei Frauen und Schwarzen unter Verdacht steht. Franzen dichtete unverdrossen weiter und frönt nebenher sein exzentrisches Hobby Ornithologie. Er ist ein Vogelliebhaber. Jetzt hat er seinen dritten großen Roman veröffentlicht, Purity, Unschuld. Die These des Buches, das Internet, ist die DDR von heute. Jeder schaut sich selber auf die Finger. Dieser Mann hat den Roman neu erfunden für das 21. Jahrhundert. Jonathan Franzen, der große Epiker Amerikas, hat uns in sein Haus im kalifornischen Santa Cruz eingeladen. Worüber auch immer er schreibt, es ist das drängende Thema unserer Zeit. Sein neuer Coup heißt Purity, auf Deutsch Unschuld. Im Zentrum die Kultfigur der Gegenwart, der Whistleblower. Figuren wie Assange und Snowden wurden zur Zeit, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, als große Helden gefeiert. Sie wollten alles niederreißen, alles erschüttern. Und diesmal sollte die Revolution großartig sein, weil sie von netten Kerlen angeführt wird. Er hat dieses Buch wütend geschrieben, sagt er uns. Wütend auf die neuen Helden des Internets. Die Internettechnologie bringt nicht nur das Gute, reine, Schöne. Da ist dieser Mythos, dass wir uns nur die ganze Zeit selbst entblößen müssen, damit die Welt besser wird. Das ärgert mich. Denn so viel unserer Zivilisation hängt doch davon ab, was wir nicht sagen, was wir nicht sagen wollen und was wir nicht sagen müssen. 3 Jahre hat Franzen an seinem Roman gearbeitet. Pip, eine junge Frau, weiß nicht, wer ihr Vater ist. Um ihn zu suchen, schließt sie sich einer Whistleblower-Community an. Im Zentrum ein Anführer, Typ Julian Assange, charismatisch, widersprüchlich. Sein Streben nach Transparenz hat etwas Absolutistisches. Sein Versprechen, die reine Wahrheit. Dieser fanatische Anspruch auf Reinheit kommt aus dem Idealismus. Aber es gibt ihn auch bei den Fundamentalisten, bei den Ideologen der politischen Rechten, in Bewegungen wie der amerikanischen Tea Party zum Beispiel. Und noch krasser, im Nahen Osten. Militante Gruppen wie IS sind doch besessen von der Idee, dass die Welt gesäubert werden muss. Franzen hat in Berlin studiert. Er wollte immer schon über Deutschland schreiben, sagt er, und immer schon über die DDR. Deshalb gibt er seinem Whistleblower eine ostdeutsche Biografie. Er wächst auf als Sohn eines ranghohen Stasi-Funktionärs und einer Mutter, die ihren Mann ständig betrügt. Er hadert mit seinen Eltern, wie eigentlich alle Figuren bei Franzen. Das Buch ist auch eine Art Anti-Familienroman. Es gibt keine stabile Familie mehr in meinem Buch,
anders als noch in den Büchern zuvor. Einfach, weil ich den sehr vielen merkwürdigen Familienkonstellationen heutzutage Rechnung tragen wollte. Das Modell Vater, Mutter, zwei, drei, vier Kinder, das ist nicht mehr die Regel. Und ein Teil von mir hat gefühlt, dass ich, wenn ich weiter Bücher über solche Familien schreibe, den Dingen, wie sie wirklich sind, Unrecht tue. In diesem Roman ist keine Beziehung mehr glücklich. Ein ganzes Kapitel ist dem Stellungskrieg einer Ehe gewidmet, die mal als Liebe begann. I've been through some breakups myself. Ich habe selbst einige Trennungen erlebt und kenne fast nur Menschen, die sich getrennt haben. Schreckliche Beziehungen sind doch dadurch geprägt, wie lange sie andauern und wie fürchterlich und unauflöslich sie sich anfühlen. Das kann ich nicht schnell erzählen, sondern nur in Gänze. Denn die Schrecklichkeit besteht ja darin, dass es weiter und weiter geht und schlimmer wird. Consists in the fact that it just goes on and on and on and gets worse and worse and worse. Niemand beschreibt die innere Mechanik von Beziehungen so meisterhaft wie Franzen. Seit das Time Magazine ihn 2010 aufs Cover gehoben hat, gilt er als wichtigster Autor Amerikas. Auch sein neues Buch ist gewaltig. Der deutsche Titel Unschuld trifft es nicht ganz, sagt Franzen. Wenn Sie das Buch Unschuld nennen wollen, dann sage ich bitte. I'll call it Unschuld. Aber Reinheit habe ich gemeint. Reinheit was what I meant. Franzen erzählt in Purity von dem, was wir nicht sagen, von dunklen Geheimnissen. Ein großer deutsch-amerikanischer Gesellschaftsroman. Ein Roman unserer Zeit. Ungewollt aktuell. Angesichts der Flüchtlingskrise ist die Inszenierung der israelischen Regisseurin Yael Ronen am Berliner Gorki-Theater. Um ihre neue Inszenierung und andere kulturelle Highlights vom Wochenende geht es jetzt in unserem Da, Da und Da. Die Vergangenheit, ein Minenfeld. Die Zukunft, ungewiss. Die Gegenwart, chaotisch. Eine Jüdin aus Israel, drei Palästinenser und ein Syrer. Gelandet, gestrandet im Deutschkurs in Berlin-Neukölln. Also, ich könnte zurückkehren, wenn. I can't, man. Okay, ich könnte niemals zurückkehren. But I can. Ich, er kann nicht. The Situation. Uraufführung am Gorki-Theater. Ein Stück über Migration in mehreren Sprachen. My father visited Israel in yani, Golan Heights, the Herd Shri. What? Maybe they met? For sure, fight. He was announced there, but later he came back. Vieles von dem, was die Figuren auf der Bühne erzählen, haben die Schauspieler selbst erlebt. Typisch für die Arbeitsweise von Regisseurin Yael Ronen, selbst Jüdin aus Israel. Es geht darum, eine Verbindung zu den Zuschauern aufzubauen. Nicht alles schwarz zu malen, sondern zu versuchen, die eigene Geschichte möglichst authentisch zu erzählen. Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, treffen auf einen Deutschen, der zwar unbedingt hilfswillig, aber von der Situation komplett überfordert ist. Wie kann ich den Konflikt im Nahen Osten lösen? Ist er überhaupt lösbar? The Situation begegnet der schier aussichtslosen Lage mit Ironie. Das ganze Ausmaß des Irrsinns spiegelt sich in den Einzelschicksalen der Figuren. Es ist ein dringendes Theaterstück, eins, das uns alle angeht. Die Kunst von Thomas Hirschhorn ist nicht gefällig, sie leistet politischen Widerstand. In der Kunsthalle Bremen sieht es aus, als sei eine Bombe eingeschlagen. Inspirationsquelle für den Schweizer, die Ruinen in Tschernobyl, Detroit und aktuell in Syrien. Nachempfunden mit Pappe und Tape. Das Erstellen der verschiedenen Elemente in meinem Atelier, diese Träger, also diese Eisenträger, dann die Betonverschalung, dann alle diese Steine. Das ist eine Arbeit für 6 Monate mit 4, 5 Assistenten in meinem Atelier. Die Welt in einem neuen Licht sehen, das ist die Mission von Thomas Hirschhorn. Mittendrin 5 Gemälde aus der Sammlung der Kunsthalle Bremen. Jedes dieser Kunstwerke für mich ist ein Kunstwerk, das tatsächlich ein politischer Akt ist.
Zum Beispiel dieser Abenteurer von Arnold Böcklin, ein Krieger ohne Armee, einer, der sich fragt, wofür er noch kämpfen soll. Und dieses Reh von Franz Marc, das Widerstand leistet gegen das Verschwinden in Farbe und Form. Wertvolle Kunst, verstörend inszeniert. Spannend ist, dass dieses Kunstwerk zu betreten ist und irritierend, wie viel Energie der Künstler in die Illusion einer Ruine, in die Zerstörung der Welt gesteckt hat. Dass das alles nur Attrappe ist, kein Problem. Denn Kunst ist ja bekanntlich die schönste Lüge. Oh, deine verfluchte Zunge, Herr Siegle. Bist du hierher gekommen, unserem Vater den Todesstoß zu geben? Uwe Bohm, Günther Maria Halmer und andere Größen des deutschen Schauspiels lesen Schillers Die Räuber. Du hast mir meinen Sohn aus den Armen gestohlen! Bruder! Liefern wir entgegen. Es lief ein Gemurmel durch die Glieder. Der General sei vor einer Stunde gefallen. Der Höhepunkt des dreitägigen Theaterfests, dem Festspiel der deutschen Sprache. Wir haben solche Schätze an Dichtungen, das soll eben kommen. Und da haben wir gedacht, Die Räuber war nun bei Schiller der größte Erfolg damals. Da sind die Leute auf den Bänken gestanden. Und da habe ich gedacht, das passt jetzt, wo wir 10 Jahre streiten für die schöne Sprache. Oh, ich möchte den Ozean vergiften, dass sie den Tod aus allen Quellen saugen. Der Konflikt zwischen Verstand und Gefühl, das Verhältnis von Gesetz und Freiheit. Aktueller könnte Schillers Drama angesichts der Flüchtlingsströme nach Europa kaum sein. Mein Gott, ich will ihn anwenden. Aufgeführt als szenische Lesung im sachsen-anhaltischen Bad Lauchstädt, auf der einzigen erhaltenen Bühne, an der Goethe als Theaterleiter gewirkt hat. Von wegen Goethe und Schiller lassen sich nur im Klassik-Mekka Weimar erleben. Schon vor über 200 Jahren führte Goethe hier an dieser Stelle in seinem Theater Schiller auf. Das kleine Bad Lauchstädt also die perfekte Bühne für die große deutsche Sprache. Alle reden über Deutschland, oder? Reden über Österreich, das im Streit um die Behandlungen der Flüchtlinge nicht mehr mit Ungarn spricht. Das Flüchtlingsdrama hält die EU im Bann. Was macht in diesen Tagen eigentlich das dritte Land bei Dreisat? Die Schweiz. Basisdemokratisch, viersprachig, deshalb kosmopolitisch und sich gleichzeitig immer ein wenig von den Fremden zurückziehen. In der Mitte Europas, aber nicht Teil der EU. Im Fokus Schweiz heißt die Themenwoche in Dreisat. Im Oktober wählt die Schweiz ein neues Parlament. Künstler haben ja oft starke Meinungen und sensible Antennen. Wir stellen Ihnen in dieser Woche 4 Schweizer Kulturschaffende vor, für die die Politik eine zentrale Bedeutung hat. Mein politisches Bewusstsein ist an der Uni entstanden, während meines Studiums. Dort fing ich an, mich für Politik zu begeistern. Vincent Cuchol, studierter Politologe und Kabarettist. Ein vormittägliches Treffen im düsteren Lausanner Club. Hier produziert er seine aktuelle Satiresendung. Hier entstehen seine gefeierten Parodien. In der Westschweiz ist er so etwas wie ein moderner Nationalheiliger. Berühmt wurde er mit der Radioshow Vincent et Vincent. Cuchol in allen erdenklichen Rollen. Sein Copain stets der seriöse Journalist. Satire, die niemanden verschont und deshalb auf Liebe beim Publikum stößt. Steve Berkla, bonjour. Salut. Bonjour. Allegra. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Vous êtes bouché. On a presque jamais eu de. Ich habe so gut wie nie negative Reaktionen von verärgerten Leuten erlebt. Viele Soldaten zum Beispiel lieben die Figur des Oberstleutnants Inebnit, der natürlich eine Karikatur ist. Les forces aériennes commencent à travailler à 8h du matin? Non, le début du travail, ça c'est à 7h15. Il faut d'abord allumer le computer. Ça, ça prend 2-3 minutes avec Windows 95. Quand on est fidèle dans la caricature. Wenn man das Karikieren ernst meint, muss man gewisse Dinge, die nah an der Realität sind, sehr aufmerksam und mit viel Feingefühl betrachten. Wenn man auf jemanden zielt, muss man sich ehrlich für ihn interessieren und darf ihn nicht hassen. Vincent Minute nennen die beiden ihre TV-Satire-Show. Darin mimt Cuchol großspurige Touristen und kauzige Einheimische. Mix Tagespolitik mit dem Absurden. Bei allem Humor. Ihm geht es um die politische Debatte. Die Satire bietet die Möglichkeit, politische Fakten zu kommentieren.
Wir betrachten politische Neuigkeiten, die die Leute aus der Zeitung bestens kennen, auf eine neue Art und Weise. Das braucht es, denn gerade die Gratiszeitungen sind sehr deskriptiv. Der satirische Blick bedeutet immer, einen Diskurs über die Realität zu führen. Küchol liebt Lausanne, weil die Stadt multikulturell ist und eine gehörige Portion Frankreich-Intus hat. Viele Ideen für seine Pointen findet er im Alltäglichen. Dazu arbeitet er sich an den Unterschieden ab. An denen zwischen den einzelnen Kantonen, vor allem aber an denen zwischen den Romands und den Deutschschweizern. Es gibt ein ganzes Mosaik von Unterschieden, die zusammengenommen großen Reichtum bedeuten. Es gibt einen großen Sprachunterschied zur Deutschschweiz. Und doch sind da auch viele Ähnlichkeiten und deshalb viele Berührungspunkte. Die Unterschiede muss man verfeinern, sich daran bereichern, anstatt sich vor ihnen zu fürchten. Andererseits machen die Unterschiede das Karikieren erst möglich. Indem man zeigt, wie der andere anders ist, erweckt man ihn zum Leben und schafft es so, dass die Leute lachen. Politisch beeinflussen, das wolle er nicht mit seiner Arbeit. Aber für die Vielfalt in der Schweiz einstehen, das schon. Bei politischen Initiativen, wie die gegen die sogenannte Masseneinwanderung, wird der schlagfertige Satiriker nachdenklich. Ich hoffe, dass in Zukunft diese Tendenz zu immer schärferen Konflikten abnehmen wird. Leider entstehen hier immer mehr Abstimmungsinitiativen, die diese Konflikte stärken. Das macht mir Angst und bedroht auch das politische System. Wenn noch mehr solche Initiativen durchkommen, wird es gefährlich. Mario Adorf hat 150 Filme gedreht, viele prägten sein Image als Bösewicht. Aber seine Fiesen, die haben immer einen menschlichen Untergrund. Wie kam dieser Kriegsjunge aus der Eifel dazu, ein deutscher Ausnahmeschauspieler zu werden? Mit einer Französin verheiratet, verlebt Mario Adorf seine Sommer in Saint-Tropez. Lutz Pehnert hat mit ihm über seine neue Autobiografie dort gesprochen. Er wollte Komödiant sein und musste Schurke werden. Ein Fiesling der Prärie erschießt Winnetous Schwester. Bis heute rufen die Leute auf der Straße Mario Adorf nach, dass sie ihm diese Tat nie verzeihen werden. Aber er ist der beliebteste Schauspieler Deutschlands. Nun erscheint ein Buch, in dem er erzählt, wie er wurde, was er war. Deshalb sind wir in Saint-Tropez, dem Luxusdorf der Reichen und Prominenten und all jener Schaulustigen, die sie gerne bestaunen. Es ist auch die Heimat von Monique, seiner Ehefrau, die er hier vor 47 Jahren als Double von Brigitte Bardot kennenlernte. Und es ist ein sehr spezieller Ort für eine geradezu zwanghafte Lieblingsbeschäftigung von Mario Adorf. Wenn er nicht spielt, dann beobachtet er Menschen. Wie für einen Maler würde ich sagen, die Beobachtung der Welt, dessen, was man sieht, ist ganz wesentlich. Ich kann nicht als Schauspieler etwas spielen, was ich nicht gesehen habe, irgendwie. Ich muss es irgendwann mal beobachtet haben. Seinen ersten Auftritt hat er im Alter von 4 Jahren. Mario Adorf spielt den 7. Zwerg. Der Wattebart kitzelt an der Nase. Weinend rennt er von der Bühne. Als 7. Zwerg ist er eine Niete. Unter Hitlers Jungvolk wird er zum Anführer eines Fanfarenzuges. Die letzten Kriegsmonate verbringt er mit seiner Mutter im Luftschutzbunker, in dem 2000 Menschen unterkommen. Während die Bomben auf das Eifelstädtchen Mayen fallen, trällert der 14-Jährige Schnulzen gegen die Todesangst. Ich war offenbar sehr gesangesfreudig. Daher kam auch, dass ich im Bunker auch aufgefordert wurde, also irgendwelche Schlager, die da im Schwange waren, zu singen. Und alte auch Schnulzen, sagen wir heute, der 30er Jahre. Hörst du mein heimliches Rufen? Liebe ist ein Geheimnis. Nach dem Krieg will er Maler werden. Aber es fehlt an allem, was man dafür braucht. Leinwand, Pinsel, Farben.
Er geht in einen Boxverein, um nicht mehr verprügelt zu werden. Er schlägt sich durch und weiß nicht, was er werden will. Bis er sich bei der Aufführung eines Studententheaters in eine Darstellerin verliebt. Die Liebe oder das Verliebtsein in irgendwelche, das war für mich auch in der Schule schon ein Ansporn. Ich war eigentlich ein eher bequemer Schüler, nicht, also kein Streber. Aber wenn ich mich anstrengte, dann musste es dann irgendwie einen Grund haben. Und das war dann meistens irgendwie, um meiner Freundin einen Eindruck zu machen. Irgendwann bewirbt er sich selbst für eine kleine Rolle. Die Zuschauer lachen über ihn und er findet Gefallen daran. Doch die Begegnung mit dem Regisseur Robert Siodmak beendet seine Karriere als Komödiant. Schauen Sie mal böse, verlangt er. Und besetzt ihn in der Rolle des psychopathischen Massenmörders Bruno Lüttke. Mario Adorf ist 26. Und er hat noch eine kalte Kartoffel gefunden in der Tasche und die hat dann gegessen. Und da kam die. Der Film Nachts, wenn der Teufel kam, wird sein Durchbruch. Es folgen 150 Filme, die vor allem sein Image als Bösewicht prägen. Adorf zeigt das Perfide eines Menschen, die ganze Ekelhaftigkeit, zu der er fähig ist, aber zugleich den Grund, den Grad der Verletztheit, aus der sie entsteht. Man kann ihn in seinen Rollen verabscheuen, aber nicht, ohne von ihm fasziniert zu sein. Ich ruiniere dich. Ich mach dich fertig. Ich klebe dich zu von oben bis unten. Ja, mit dem Kleber. Mit meinem Geld. Ja. Ich schiebe dir hinten und vorne ein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Als Schauspieler ist er der Maler geblieben, der er einmal werden wollte. Einer, der alles um sich herum aufnimmt, um es zu verstehen und wiederzugeben. Und er weiß, wie grausam dieses Bedürfnis sein kann. In seinem Buch erinnert er sich an die letzten Stunden mit seiner Mutter. Wie er jede Einzelheit ihres Sterbens beobachtet. Als Vorahnung seines eigenen Todes, aber zugleich als eine Lektion für eine mögliche Filmszene. Es gibt ja Menschen, die sich mit dem Tod überhaupt nicht befassen. Sie sich einfach ablehnen, den Tod ausklammern, nicht, bis er selber dann irgendwie kommt. Nicht? Aber der Schauspieler muss sich damit beschäftigen. Nicht? Mario Adorf wird 85. Eine Fernsehgala ihm zu ehren, wäre für ihn ein Graus. Lieber erzählt er von seinen Vorbildern und Kollegen, von den Geschicken und Missgeschicken des Handwerks. Geschichten aus seinem Schauspielerleben. Im Herbst geht er auf Lesetournee. 85 Jahre, kaum zu glauben. Und zum Schluss noch ein kleiner linguistischer Kommentar aus dem Vereinigten Königreich. Ex-Außenminister David Miliband kritisiert, dass wir alle von Migranten oder Migrants sprechen. Das suggeriere, sagt er, dass die Menschen freiwillig fliehen, wie die Vögel. Wenn ein Haus dreimal von einer Fassbombe zerstört wird, dann rennst du um dein Leben. Wir verabschieden uns. Bis morgen. Tschüss.